Hallo Leute, ja, wir sind hier in Simotrans und fangen mal in Schwandorf an. Ich habe wieder mal vorschlaufen lassen, ich glaube ein ganzes Jahr sogar. Haben natürlich Zuwachs in den Städten gehabt, die wir dann jetzt abarbeiten müssen. Hier in Schwandorf ist nichts passiert. Wir sind hier drüben bei Lippstadt, da ist auch nichts passiert. Ich glaube, jetzt gehen wir mal über die Karte. Die Wege sind jetzt weiter. Hier ist in Erlangen auch nichts passiert. Dann Winenden. In Enden ist auch nichts passiert. Dann gehen wir nach Friedrichsdorf. Da ist auch nichts passiert. Bad Mergentheim. Das sieht auch alles abgedeckt aus. Dann Achim. Das ist auch alles abgedeckt. Jetzt kommen wir, glaube ich, zum ersten Änderung und das ist Neubrandenburg. Da haben wir hier ein Häuschen stehen, was abgedeckt werden muss. Das heißt, da werden wir jetzt gleich schauen, dass wir nach dem Logo auf die große Karte gehen, auf den großen Bildschirm gehen und dann hier einen Bahnhof, eine Bushaltestelle bauen. So, das bedeutet, wir müssen einfach hier unten eine Haltestelle hinzaubern. Ist das wirklich hier? Muss wohl so sein, weil die Haltestellen sind in einer Linie dann, dann passt das ja, ne? Das heißt, wir müssen auch erst noch den Bagger rausholen, dann dieses Tool, um dort zu begradigen. Dann kann das weg. Dann bauen wir hier diese Straße ein Stückchen länger und bauen dann die Haltestelle mit dem Briefkasten ein. Und schon haben wir das erledigt. Dann gehen wir auf die Lupe, holen uns eine Kutsche hier rein. Dann haben wir nämlich gleich schon die Fahrlinie. Das kann mal gerade zu. Gewinn 871 auf der Linie. Das hört sich jetzt nicht so doll an, aber egal. Wir müssen zuerst zum Rathaus, welches wohl da ist. Und dann nach da, dann haben wir das drin. Jetzt ist die Frage, reicht das? Müssen wir demnächst schon eine zweite Linie machen? Ich glaube, einmal geht noch. Gut, das ist auf jeden Fall Neubrandenburg. Dann gehen wir hier nach Köln. In Köln ist hier auch ein Häuschen mehr. Das heißt, wir müssen da auch eine Bushaltestelle basteln. Und zwar ist hier eine. Das heißt, die muss hier oben hin, ne? Ja, das passt. Da brauchen wir nur eine Straße hinmachen, die da oben um die Ecke geht. So, Bushaltestelle. Und dann ist das auch abgedeckt. Dann Lupe an und die Kutsche hier zum Beispiel ausgewählt für Köln. Fahrplan und da gibt es noch nicht ganz so viele Haltestellen. Wir fangen beim Rathaus wieder an. Das müsste ja hier sein. Und dann nach da. Dann ist das auch erledigt. Gut, das war Köln. Dann gehen wir von Köln nach Jena. In Jena gibt es nichts, was außerhalb liegt. Dann nach Königsbrunn. Königsbrunn versucht sich hier oben an der Straße, aber noch kein Häuschen dran. Ne? Dann haben wir hier Bad Zwischenahn, glaube ich. Naja, ja, genau. Da ist noch nichts außerhalb. Dann gehen wir nach Gütersloh. Gütersloh hat noch nichts außerhalb. Dann sind wir bei Lüneburg. Lüneburg hat hier zwei Häuschen. Okay, das wird jetzt hier sich ändern müssen. Okay, das heißt, hier ist natürlich. Ja. Nee, warte mal. Eins, zwei, oh, das geht sogar sich aus. Hier muss die Haltestelle hin. Wie machen wir das am schlausten eigentlich hier so rum, ne, oder? Das würde bedeuten, wir müssen da mit dem Werkzeug arbeiten. Ich würde jetzt sagen, warte mal, die Rampe. Ist das eine halbe dann? Nee, das muss eine ganze sein. Wo ist die ganze Rampe? Das ist die ganze Rampe, ne? Ne, die war falsch wohl. Okay. Dann machen wir das mal so. Achso, diese ist hoch. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Lass uns das lieber so machen, dann erkennen wir das auch, wie es sein muss. Da muss die Haltestelle hin. Das heißt, wir müssen jetzt hier so hoch. Und da so hoch. Dann passt's. Dann können wir jetzt die Straße ziehen, die dann hier so rum muss, ne?
Aha, er würde dann da lang fahren, alles klar. Und dann dort die Bushaltestelle hin und dann ist das auch abgedeckt. Okay, das können wir so lassen. Wir gehen wieder auf die Lupe, brauchen die Kutsche da mal gerade für den Stadtbus Lüneburg. Fahrplan. Oh, hier gibt es noch keine zweite Haltestelle. Tatsächlich, wohl nur dahin. Das bedeutet, wir fahren von da nach da und dann haben wir tatsächlich jetzt hier eine weitere Haltestelle. Hier oben ist natürlich schon ganz groß gebaut, aber nichts an Häusern dran. Gut, Lüneburg war da, dann haben wir hier zwei Brücken. Zwei Brücken wächst und gedeiht, aber noch nicht außerhalb. Alles noch abgedeckt. Dann Bayreuth, das war ja schon eine ganz enge Sache hier unten. Okay, Zipfelchen ist hier, aber mehr auch nicht. Alles noch abgedeckt. Dann sind wir hier in Willich. Alles abgedeckt. Ja. Bünde ist auch alles abgedeckt. Die Straße ist wunderbar da lang, aber nichts da. Und dann sind wir in Ettlingen. Hier ist auch nichts. Dann sind wir in Wilnsdorf. Wilnsdorf ist auch nichts. Dann sind wir schon rum, oder? Hier ist nichts. Gut. Das heißt, wir haben Bushaltestellen alle gesetzt. Hab ich was vergessen? Nee, ne? Oder waren wir doch hier oben? Waren wir schon überall, ne? Ja. Benennen waren wir auch, ne? Ja, da war auch nichts. Dann ist das erledigt. Dann können wir noch mal kurz haltestellentechnisch reinschauen. Oder wir gucken mal gerade nach Stadtwachstum. Zwei Brücken wird kleiner. Jena wächst minimal. Und Benennen ist tatsächlich der Ort, der am schnellsten gerade wächst. Und Friedrichsdorf wächst auch schnell. Aber da ist ja auch nicht mehr ganz viel, da müsste ja irgendwo was passieren. So, dann gehen wir mal gerade zu den Einwohnerzahlen. Königsbrunn ist, warte mal, haben wir schon das Richtige? Tatsächlich, Königsbrunn ist die einwohnerstärkste Stadt. Ja, sieht jetzt nicht so eigentlich aus, ne? Aber naja, dann wohnen viele in diesen Häusern wahrscheinlich drinne. Die großen Häuser machen es dann wahrscheinlich aus. Hier ist einer von einem. Die sind schon drei. Okay, das macht es dann aus hier wahrscheinlich, weil da drei Einheiten drin sind. Okay. Es ist das hier auch drei Einheiten. Okay, da sind ziemlich große Häuser sozusagen. Okay, das ist dann erstmal gut. Wäre schön, wenn dann da, ja, 585. Ich weiß auch nicht, ab wann irgendwelche Industrien hier entstehen. Das ist ja das nächste, was uns noch fehlt, ne? Da ist leider die Liste noch leer. Das wäre dann interessant. Nächster Zug war 1854. Wir haben 1841. Das heißt noch 13 Jahre, bis der nächste Zug kommt. Aber es kommen auch keine Waggons, nur der Zug kommt, die Lokomotive dann. Die fährt dann allerdings auch, glaube ich, 10 km schneller wie die hier. Die fährt ja 50. Ich glaube, die andere fährt dann 60, meines Erachtens. Und hat vielleicht auch ein bisschen mehr Kraft, kommt dann schneller die Schrägen hoch. Gut. Ja, gehen wir nochmal in die Haltestellen dann. Wartend. In Gütersloh warten 149 Leute. Am Bahnhof 146. Gütersloh intern sind da auch Weinbergstraße, ne? Wo ist denn die? Da, wir stehen denn in der Weinbergstraße, stehen 15. Wie viele Kutschen haben wir denn hier? Fahrzeugliste. 1, 2, 3, 4. Vielleicht sitzen wir da noch einer drauf. Da stehen ja 30 hier, ne? Das sind nur 24 und wenn hier 30, 32 sogar stehen, dann würde es Sinn machen, noch eine Kutsche mehr zu haben vielleicht. Machen wir da noch eine Kutsche mehr drauf. Die beiden, die Stadtbus Gütersloh und starten die mal. Passt. Haben wir da eine mehr drauf? Und sonst fahren die alle weg irgendwie nach. Zwei Brücken sind die nächste. Burg. Da stehen 26. Das heißt, die fahren hier runter. Und kommen in die nächsten Züge angefahren. Da oben fährt einer jetzt von nördlicher Richtung kommt der.
Willig, Ettlingen, weiß gar nicht. Willig ist eigentlich nach unten rumfahren, ne? Und Ettlingen und Bünde, Bayreuth, Zweibrücken und Lüneburg. Das sind alles Fahrzeuge, die von unten kommen sollten, wahrscheinlich. Mal gerade kurz schneller. Ah, jetzt kommt auch von unten der Zug. Der hat volle Lötte entladen. 171 stehen jetzt hier. Welche nimmt er alle mit? Also der, der nach Norden fährt, der kann nicht viel drin haben jetzt, ne? 15. Okay, das können dann Umsteiger von dem Zug gewesen sein. Und der müsste aber voll sein, ne? Ist er auch. Was haben wir denn noch bei Zwischenahn? Stehen noch welche, die nach Süden müssen. Bayreuth auch noch. Aber hier unten steht schon wieder einer, ne? Der fährt aber nach Lüneburg weiter. Okay, das ist jetzt nicht der Zug, der hier nach da unten fahren würde. Ist denn hier schon ein zweiter Zug drauf? Ich sehe jetzt hier gerade keinen. Ah, hier unten dümpeln zwei Stück rum. Ja. Der fährt mit 42 weiter, ne? Die Abstände sind halt schlecht, das ist das Einzigste, würde ich sagen. Hier stehen 80 rum. Intern stehen da zwei Brücken. Intern 61. Am Niedernholz. Machen wir denn hier mal eine Kutsche da? Wie sind denn da drauf? 11 Fahrzeuge, 11 mal 6 sind 66. Am Niedernholz, wo war es denn hier jetzt? Zwei Brücken. 11 Personen, Burg. Ah, hatte ich hier eben nicht 11? Oder ist das hier falsch? Ah, das ist Gütersloh. Wir wollen nicht Gütersloh, wir wollen zwei Brücken haben. Ist das versteckt hier? Ne. Den schon zugemacht gehabt. 61. Ja, wenn die 11 Kutschen alle nacheinander da fahren, dann sind die 61 weg, ne? Warte auf freie Strecke, hieß das gerade. Hier ist so ein Knotenpunkt, der vielleicht nicht so der Hit ist, oder? Mal hier noch einen drauf machen. Nee, macht jetzt noch keinen Sinn. Ich glaube, vielleicht ist ja sogar eine unterwegs, die hier hinfährt und noch auf dem Weg ist, weil wir letztens welche gemacht haben. Weiß ich auch nicht. Wo fährt die denn hin? Die fährt nach Gütersloh, okay. Na, dann wäre die aber schon durch, weil ich ja auch länger, schneller laufen lassen habe. Das ist also nicht der Punkt. Aber wir könnten ja jetzt einfach noch. Komm, eine Kutsche geht noch. Die muss ja ganz unten sein, zwei Brücken. Und starte die mal. Willig. Da stehen 30 Leute. 12 bei intern. Der Rest will nach Norden. Wie viel haben wir denn hier auf dem Dingens? 8 Kutschen, das sollte erstmal reichen. Intern stehen ja nur mal 12, ne? Das wird schon gleich klappen. Ich glaube, hier müssen wir nichts machen. Ach, im Rathaus stehen 112. Und intern ist aber gut abgefahren. Das ist irgendwo, ne, hier oben sind 67. 67. Und wie viel sind auf der Linie? 9 Fahrzeuge. Stadtbus Achim werden wir wohl dann noch ein Zehntes hinzunehmen gerade. Stadtbus Achim, starten wir. Passt. Köln, ja, die wachsende Stadt Köln, ne? Wo stehen denn hier so? Torgauer Straße 70. Wir stehen an der Torgauer 26. Und wie viel fahren hier auf der Linie? 6.
Da können wir gleich definitiv was machen, weil das macht keinen Sinn hier mit 70 Leute intern. Warte, das Depot ist hier näher. Zack, 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 Stadtbus Köln. Da. Ich glaube, da können wir schon mal drei laufen lassen, ne? So. Dann haben wir das. Machen wir wieder Normalgeschwindigkeit. Dann haben wir noch Bad Mergetheim. 2 und 39 intern. Was macht denn der Stadtbus? Wie viel haben wir denn da drauf? 5 macht 30. Ah, ich glaube, das können wir lassen. Dann haben wir zwei Brücken. Die groß breit gezogene Stadt, aber da hatten wir schon geguckt, da ist schon erledigt, da war ja schon hier oben irgendwo, oder wir haben schon darüber gesprochen. Königsbrunn, größte Stadt in der Ecke. 4 und 57 Krugstraße. Den haben wir nicht erwischt. Wie viele Fahrzeuge sind hier drauf? 6. Ja, 36. Das wird bedeuten, da würde ich hier nach Königsbrunn auch noch was bringen. Da. Da, da. Königsbrunn. Da. Kopieren und starten. Und starten. So, dann haben wir das auch gemacht. Wilnsdorf. Am Hafen stehen sie. Okay, da weiß ich jetzt nicht. 7233, der fährt ja dann weg. Das ist hier, glaube ich, nicht schlimm. Wilnsdorf intern. Wie sind denn hier drauf auf so einer Kutschentour hier? Vier Fahrzeuge, das sollte auch reichen. Wilnsdorf ist okay. Bünde. Fünfundzwanzig intern. Was machen die Kutschen? Wie sind das? Sind 24, das reicht auch, das lassen wir so. Wilnsdorf haben wir dann noch. Wilnsdorf am Bahnhof stehen jetzt mit dem Zug gerade angekommen, 13 nach am langen Teich. Und hier sind wie viele Fahrzeuge drauf, 4, das reicht. Das läuft erstmal hier, würde ich sagen. Das können wir so lassen. Gut, ich bin gespannt, wann die nächsten Fahrzeuge kommen. Was mir aufgefallen ist, was wir gucken müssen. Es gibt auf jeden Fall das Pack in der Version 07 seit Januar. Das heißt, ich glaube, wir sind hier nicht auf 07, wir waren hier auf 06. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das hier sehen könnte. Vielleicht hier bei den Einstellungen, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall werde ich schauen, dass ich das 07er hier drauf kriege. Da sind ja doch ein paar Änderungen drin gewesen. Vor allem Schiffe waren da wohl mehr drin. Da müssen wir mal gucken, dass wir das vielleicht hinkriegen. Ich weiß aber nicht. Das hier ist ja die Steam-Version. Ob das da auch schon angeboten wird, gucke ich mir mal an und da sehen wir dann weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.